Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute kommt der große Jahresrückblick 2023. Ja, das Jahr ist morgen vorbei, wenn ihr das Video heute direkt nach Erscheinen sozusagen anschaut. Und es war ein sehr schönes Jahr und zumindest für mich ganz persönlich. Wenn wir auf die Welt schauen, war es, glaube ich, kein so gutes Jahr. Also von Kriegen und Konflikten und allen möglichen, was auf dieser Welt so los ist, glaube ich, war es ein sehr schweres Jahr. Für mich persönlich war es ein sehr schönes, ruhiges, konstantes Jahr. Es gab keine großen Krankheiten, Veränderungen oder Katastrophen. Und das muss ich wirklich sagen, weiß ich sehr zu schätzen. Ich war dieses Jahr sehr dankbar für zwei ganz wundervolle Reisen, die ich machen durfte. Also wo ich wirklich zweimal am Meer war, was ich einfach unfassbar liebe. Und eigentlich müsste ich viel öfter am Meer sein, aber es ist natürlich in Deutschland immer nicht ganz so einfach. Ich habe ganz liebe Freunde dieses Jahr auch mehrmals getroffen, die nicht bei mir in der Umgebung wohnen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Es gab einige ganz tolle Begegnungen. Es gab wunderbare Menschen, die sich intensiviert haben in meinem Leben. Und ja, es war ein schönes Jahr. Bis auf zum Ende des Jahres war ich auch sehr gesund. Es war auch ein relativ gesundes Jahr, ohne große Krankheiten, bis auf dann die ja etwas stärkere Erkältung, die mich vor Weihnachten ereilte, was man jetzt auch immer noch ein bisschen hört. Der Tee steht auch bereit. Also alles in allem bin ich sehr dankbar für dieses Jahr. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es sehr schnell war oder alles so an mir vorbeilief. Das würde ich nur in Richtung Dezember so ein bisschen schieben. Ansonsten würde ich sagen, war es ein richtig schönes Jahr, was mit einem ganz tollen Urlaub im Januar begann und was dann einen schönen Sommer hatte, viele Wanderungen, Begegnungen, schöne Erlebnisse und was dann im Oktober eigentlich mit der Ägyptenreise dann auch so ein bisschen ausgeklungen ist. Und dann ging es nochmal nach Berlin. Zwischendurch war ich auch in Nürnberg und natürlich zur Leipziger Buchmesse. Und ach ja, also es war alles in allem schon, was das Private angeht, ein sehr schönes Jahr, ganz frei von irgendwelchen Dingen, die irgendwas umrütteln und ja, soweit auch alle mehr oder weniger wohlauf sind. Und ja, Weasley guckt mich von der Seite an, Sam von der anderen Seite, also auch die Tiere sind wohlauf. Und das ist definitiv wichtig, dass es Mensch und Tier im Umfeld gut geht, dass es den Freunden der Familie gut geht. Und ja, gerade in Jahren, wo es dann eben 2021, also gerade 21 war kein sehr leichtes Jahr. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. So, nach den privaten kurzen Einblicken kommen wir jetzt natürlich ein bisschen zu der Statistik, mit der ich anfangen werde. Dann wird so ein bisschen die Ziele betrachtet des Jahres. Was habe ich geschafft, was nicht, was nehme ich mir vor für 2024 und wahrscheinlich werde ich auch noch ein paar Flops besprechen. Ich versuche so ein bisschen Timestamp-mäßig auch alles unten in die Infobox zu packen, also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Die Highlights und den alles rund um die Hörbücher, um den Hörgenuss, das gab es ja schon am Donnerstag. Das Video verlinke ich euch auch gern nochmal. Also schaut da vorbei, wenn euch da explizit so ein bisschen mein Hörverhalten noch ein bisschen detaillierter interessiert. Wir starten einfach mal mit dem Blick auf dem Sub. Und zwar hatte ich 2022 104 Bücher auf dem Sub. Und ich weiß, dass ich 100 immer so ein bisschen als Grenze für mich selbst sehe und bin jetzt aber, stand jetzt Dezember, bei 93 Büchern. Das heißt gerade so unter den 100 und habe theoretisch 11 Bücher abgebaut. Ja, das würde ich jetzt nur bedingt so sehen, weil ich natürlich die Zahlen schon kenne und definitiv weiß, dass mehr eingezogen ist, als gelesen wurde. Aber es gab natürlich in diesem Jahr auch von mir ja zwei größere Ausmistaktionen, wo ich tatsächlich auch den Sub wirklich beleuchtet habe und da dann im Grunde auch ein bisschen aussortiert habe. Es wird im Januar jetzt auch so eine Tierlist Subranking geben von mir, wo ich diese Bücher einkategorisiere, wie schnell ich sie lesen möchte und so weiter. Also freut euch da gerne im neuen Jahr auf ein Sub-Video. Ja, es sind eingezogen 196 Bücher. Also, da muss ich sagen, da schlucke ich doch immer wieder, ich denke, fast 200 Bücher, was ja bedeutet, also eigentlich mehr als jeden zweiten Tag ist ein Buch eingezogen. Das finde ich schon, ja, ein bisschen griselig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also 200 Bücher sind schon der Hammer. Also wenn man es jetzt aufrundet. Es waren tatsächlich im Jahr zuvor 10 Bücher oder 11 Bücher mehr.
nämlich 207, also es ist dieses Jahr unter 200 geblieben. Und es sind natürlich so, ja, im Durchschnitt, ja, ist man dann natürlich ganz schnell bei, ja, um die 15 wahrscheinlich im Monat. Also das ist schon, was soll ich sagen? Es sind 116 Bücher eingezogen, 41 E-Books und 39 Hörbücher. Wir sind nicht ganz 50-50, sondern es sind knapp 60% haptisch eingezogen und 40% digital. Das ist für mich aber tatsächlich im Rahmen. Ich wünschte mir, dass tatsächlich mehr digital einzieht. Das ist einfach ein Platzproblem, eine Platzfrage. Es ist ein Thema, welche Herzensbücher bleiben wirklich hier? Muss ich die vorher als haptisches Buch haben, um dann festzustellen, okay, es ist kein Lebenslese-Highlight. Ist es nicht einfacher, vielleicht tatsächlich mehr als E-Book oder Hörbuch sich anzuschaffen und dann lieber im Nachgang zu sagen, bei den 10 Stück im Jahr, die wirklich ein Highlight war, die schaffe ich mir im Nachgang an. Also ich versuche, das definitiv im neuen Jahr ein bisschen zu ändern. Ja, der Highlight-Monat mit den meisten Neuzugängen war der April mit 23. Ich weiß gar nicht, ob das so an der Buchmesse lag oder zumindest an den Büchern, die ich dann danach noch mit mir besorgt habe. Und am schwächsten war der Juni, da sind nur 10 Bücher bei mir eingezogen. Und ich glaube, dass so 10, 11 ein guter Rahmen ist, sich das einfach mal ein bisschen vorzunehmen, dass man so in diesem Rahmen wirklich auch bei Neuzugängen bleibt. Das kann natürlich wie der Dezember oder der Januar, da habe ich Geburtstag. Na, das können natürlich mal stärkere Bücher sein, wenn man eben Gutscheine einlöst, Geschenke bekommt, aber fast 200 Bücher finde ich schon ganz schön heftig, muss ich ehrlich gestehen. Es wurden dafür 166 Bücher gelesen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es tatsächlich 6 Bücher mehr. Wobei man von den 166 dann natürlich auch noch die Bücher abziehen muss, die im Grunde abgebrochen waren. Das heißt, 10 Bücher hatte ich abgebrochen. Das heißt, effektiv komplette Geschichten habe ich 156 gelesen. Beziehungsweise müsste ich dann natürlich auch noch die Hörbücher abziehen. Aber bei mir zählt alles als gelesene Geschichte. Ich habe 45% davon, ich glaube, ich habe auch da eine Grafik vorbereitet, die blende ich mal mit ein. Ein bisschen was über 45% war in haptischer Form, 22% als E-Book und 32% als Hörbuch. Und hier ist das 50-50 definitiv gut gelungen. Also ich habe wirklich hier fast ausgeglichen, 45-55% wirklich haptisch versus digital. Und das ist definitiv ein großer Dank an die Hörbücher, wo ich ja mit 53 wirklich sage, jede Woche ist gefühlt ein Hörbuch gehört worden. Natürlich gibt es kürzere, die waren schneller, längere, da liest man oder hört man länger, aber das finde ich tatsächlich ganz gut. Insgesamt komme ich auf einen Durchschnitt von knapp 14 Bücher pro Monat und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was ich durchaus mir so vorstelle, wenn ich so sage, ich bin so bei 3 bis 4 Bücher die Woche und würde dann wirklich sagen, es ist irgendwas zwischen 12 und 15. Also ich glaube, das ist so vom Gefühl schon das, was ein bisschen passt. Weil man hat natürlich dickere Bücher, aber natürlich auch dünnere Bücher. Der stärkste Monat oder Monate waren Januar und Februar mit jeweils 17 Bücher. Und der schwächste Monat war, ja, wie zu erwarten, der November. Ich habe es im letzten Büchermonat schon erzählt. Das war wirklich nicht mein Monat. Also ich bin da in so eine kleine Leseflaute gekommen. Ja, aber schwamm drüber. Der Dezember sah dann definitiv schon ein bisschen besser aus, obwohl ich da auch einfach eine Woche krank war. Aber das Hörbuch hören hat da zumindest funktioniert. Ja, alles in allem 166 Geschichten ist schon echt viel. Und wenn ich jetzt selbst die 10 Bücher, die ich abgebrochen habe, wegziehe, über 150 ist schon eine Zahl, wo ich denke, wann hast du das denn alles gelesen und gehört? Aber mein Ziel sind ja immer so die 150 Bücher. Ich glaube, ich werde fürs nächste Jahr ein bisschen nach unten ziehen, weil ich 1, 2 andere Pläne habe, die mir ein bisschen Zeit klauen werden. Aber 150 ist, glaube ich, schon eine Zahl, die durchaus für mich machbar ist mit den 3 Büchern in der Woche. Und ja, also so im Durchschnitt natürlich. Ne? Es gibt ja Urlaubswochen, wo ich durchaus 4, 5 Bücher lese und dann gibt es einfach mal Krankheitswochen, wo es nur 1 ist, was auch überhaupt kein Problem ist. Aber alles in allem finde ich das gut. Es fühlt sich auch richtig an und was so mein Gefühl sagt, für mich ist das auch wirklich passend. Ja, kommen wir zu den gelesenen Seiten in diesem Jahr. Gesamt habe ich 52.439 Seiten gelesen. Und das ist echt schon heftig. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe rund 1000 Seiten die Woche gelesen.
Ja, finde ich, hört sich wahnsinnig viel an. Am stärksten war der Mai mit 5.295 Seiten, obwohl er nicht der stärkste Lesemonat war. Das war ja Januar und Februar. Da sieht man, dass das nicht immer in Verbindung steht. Also wenn ich im Januar und Februar eher dünnere Bücher gelesen habe, während ich im Mai vielleicht tatsächlich ein, zwei dickere dabei hatte, macht sich das natürlich in den Seiten bemerkbar. Und am schwächsten war der November. Da stimmt es wieder mit den gelesenen Büchern überein. Da hatte ich 2440 Seiten. Im Durchschnitt habe ich 4370 Seiten gelesen. Und wenn ich jetzt die Gesamtzahl der Seiten durch die beendeten Bücher, also durch die 156 Bücher nehme, dann komme ich auf einen Durchschnitt pro Buch von 336 Seiten. Und das finde ich fast ein bisschen wenig. Aber da sieht man, dass gerade so zum Beispiel die Reiseberichte und die Sachbücher, die eben oft darunter liegen, während man gerade in der Fantasy natürlich eher dickere Bücher hat. Also das muss man immer so ein bisschen im Kopf behalten, ist natürlich ein bisschen genreabhängig. Aber 1000 Seiten die Woche, ja, das, ich bin da wirklich überrascht und ich, ja, also ich frage mich wirklich, wann ich das so mache. Ja, halt abends, ne? Gar keine Frage. Wenn man halt so tatsächlich 2 Stunden jeden Abend liest und dann vielleicht irgendwas bei 80 Seiten die Stunde oder 100 Seiten die Stunde ist, dann ist das natürlich ganz logisch. Aber es sieht schon in Zahl ganz schön heavy aus, muss ich gestehen. Ja, die gehörten Minuten, mehr hatte ich ja schon so ein bisschen in dem Hörgenussrückblick gesagt, da war ich bei 578 Stunden. Und das bedeutet 48 Stunden auch im Monat im Durchschnitt. Und das war ja auch so, dass ich gesagt habe, so bei 1,5 Stunden am Tag kommt das tatsächlich schon hin. Also so eine Stunde gehört bei 1,75 oder so, ne, dann kam ich da tatsächlich auch ganz gut hin mit den 1,5 Stunden. Also auch das durchaus realistisch für mich. Ja, das so ein bisschen so Zahlen, Daten, Fakten im Sinne von Neuzugänge gelesen, Bücher und Seiten. Kommen wir ein bisschen zu den Genres. Ich glaube, das ist auch immer ganz spannend und war für mich auch durchaus ein bisschen überraschend, weil ich tatsächlich die Fantasy viel höher eingeschätzt habe. Ja, ich habe so ein bisschen mein eigenes Genrebild. Ich fasse auch Genres zusammen. Ich werde euch hier eine Grafik einblenden, dass ihr das grafisch ein bisschen greifen und mitverfolgen könnt. Es führen tatsächlich die Romane in diesem Jahr. Ich habe knapp 23% meiner Bücher oder 23,5% Bücher waren reine Romane, die ich so einsortiere. Dicht gefolgt, das ist tatsächlich nur ein Buch Unterschied. In der Fantasy, da waren es 38 Bücher, also knapp 22,9%. Und ich hätte die Fantasy viel weiter oben gesehen. Aber ich weiß, dass ich in diesem Jahr tatsächlich auch ja sehr viele Sachbücher, Reisebücher, die fasse ich zusammen. Also Sach-, Reisebücher, SRB-Bücher. Und da bin ich bei 35 Bücher. Und dann sage ich, ja, das entspricht schon tatsächlich so dem, was ich mir vorstelle, dass das so pro Monat knapp, ja, 2, 3 Bücher waren. Bei der Fantasy hätte ich gedacht, es ist einfach ein bisschen mehr und dass es dafür ein bisschen weniger Romane sind. Aber ja, fand ich interessant zu sehen. Und ich glaube, daran liegt vielleicht müsste ich eine Übersicht machen, in welchem Genre ich welche Sterne vergebe. Das führt nur gefühlt für mich ein bisschen zu weit. Aber ich glaube, das begründet so ein bisschen, warum mir dieses Jahr so durchschnittlich vorkam. Weil ich glaube, dass ich in der Fantasy definitiv mehr Highlights hatte als in den Romanen. Und ich glaube, wenn ich da wieder ein bisschen weniger Romane lese und mehr in die Fantasy gehe, dass dann vielleicht auch mein Bücherjahr einfach ein bisschen schöner, hochwertiger für mich persönlich ist, ne? Also, weil einfach die Fantasy mein Heimatgenre ist. Ja, es gibt natürlich auch Jugendbücher, da habe ich 14 gelesen, ich habe 10 Liebesromane gelesen. Das mischt sich natürlich so ein bisschen mit den Wohlfühlbüchern, weil natürlich auch in den Wohlfühlgeschichten geht es oft natürlich auch um die Liebe. Ich unterscheide da aber so ein bisschen, ob ich eine reine Liebesgeschichte habe oder ob eben dieses Gemütliche, dieses Cozy, dieses Stadtfeeling oder wir sind an irgendeiner Küste, ob das eben überwiegt. Das ist natürlich kein echtes Genre, dieses Wohlfühl
Buch, aber es ist eben ein Genre so für mich, wo ich eben auch so ein bisschen unterscheide. Ja, Thriller und Horrorgeschichten waren es tatsächlich nur vier und eins davon war definitiv auch ein Highlight, beziehungsweise auch das von Iva Leon Menger hat mir ja sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich auch noch Sonstiges, da fällt im Grunde alles andere so ein bisschen drunter und da waren es auch 12 Bücher. Ja, muss ich sagen, ich war tatsächlich über die Fantasy ein bisschen überrascht, auch dass der Roman so weit oben ist. Der Rest ist tatsächlich relativ so vom Gefühl auch passend und nachvollziehbar. Aber ich glaube, ich möchte in der Fantasy und ich glaube auch durchaus so bei den Sachbüchern, Reisebüchern wieder ein bisschen mehr sozusagen lesen und ja, hier im Grunde ein bisschen eine Steigerung in Prozent schaffen. Dann kommen wir zur Sternebewertung und ja, hier macht sich mein Gefühl des Jahres auch definitiv bemerkbar. Auch hier bekommt ihr ja eine Grafik von mir eingeblendet. Es ja, überrascht mich nicht, dass die 4 Sterne hier mit 38% relativ weit oben sind. Ich hätte sogar vermutet, dass es mehr 3 Sterne waren als 4 Sterne, aber das ja, macht sich um 9 Bücher, ist hier der Unterschied. Es waren 63 4-Sterne-Bücher und 54 3-Sterne-Bücher. Es gab 30 Highlights, wovon man natürlich auch sagen muss, dass einiges einfach Rereads waren, die ich eben nochmal gelesen habe. Also allein Harry Potter sind ja 7 Bücher, Elias und Laia ist gereadet, Siddhartha war gereadet, ich weiß nicht, dann sind wir schon bei gefühlt 10 Büchern, die ein Highlight waren. Und wenn ich dann eben denke, dass 20 Bücher, also tatsächlich dann neue Highlights waren, zu ja, 63 oder 54, die nur okay waren, da sieht man, wie klein dieser Anteil tatsächlich ist. Es gab 8 Bücher, die 2 Sterne bekommen haben und 10 Bücher, die ich eben abgebrochen habe, die bei mir einen Stern bekommen. Weil, ja, also die Unterscheidung zwischen 2 und 1 Stern ist bei mir schon so ein ganz feiner Grad. Und wenn ich jetzt wirklich sage, dass, wenn ich die beiden zusammenfasse, bin ich bei knapp 10%, die irgendwie Flops, Abbruchbücher waren, dann ist das schon echt viel, so für mein Empfinden, was ich auch echt schade finde. Also ich würde definitiv gerne mehr in den 4-5-stelligen Bereich gehen, wobei ich jetzt natürlich sage, die 38% für 4 Sterne, das ist gar nicht schlecht, ne? Also das muss man ehrlich sagen, über ein Drittel der Bücher war richtig, richtig gut. Und ja, wenn man da natürlich noch die 18% draufrechnet, ist man ja bei über 50%. Aber so vom Gefühl war es für mich doch eher Durchschnitt. Also hier würde ich fast sagen, ich hätte mich eher zwischen 3 und 4 Sterne gesehen als zwischen 4 und 5. Aber ja, das so ein bisschen zu der Sternevergabe. Ja, der beste Monat war hier der Juni. Da war ich glatt bei 4 Sternen und der schwächste Monat war der Juli. Da war ich nur bei 3,39. Und im Durchschnitt habe ich 3,57 vergeben. Also diese 3 bis 4 machen sich hier bemerkbar. Ja, von daher passt das so von meinem Gefühl. Wir sind hier eher so im Durchschnitt unterwegs. Jetzt nur so ein bisschen Statistik. Es geht so ein bisschen weiter mit verschiedenen Einkategorisierungen. Also über die Highlights, Flops und Abbrüche haben wir gesprochen. Ich habe 6 Wälzer gelesen. Nur 2 englische Bücher und daran müssen wir definitiv arbeiten. Meine Autorin und Autoren-Differenz sind 65% habe ich von Autorinnen gelesen und 35% von Autoren. Und da muss ich tatsächlich sagen, war ich total überrascht. Ich hatte tatsächlich schon im Gefühl, dass das ausgeglichener ist. Aber die Frauen haben dieses Jahr mich definitiv mehr zum Lesen gebracht, beziehungsweise habe ich eben mehr zu Büchern von Autorinnen gegriffen. Finde ich spannend, ist aber nichts, woran ich es festmache. Ich gehe nicht gezielt in die Buchhandlung und sage, so, jetzt brauche ich 3 Bücher von männlichen Autoren und so funktioniert das bei mir nicht. Dementsprechend ist das einfach nur so ein random Fakt, den ich ganz spannend finde. Ja, es gab 8 Rereads und es gab tatsächlich in diesem Jahr keinen einzigen Stephen King. Und da bin ich wirklich überrascht, weil ich glaube, das gab es schon lange, lange, lange nicht. Was vermutlich auch daran lag, dass es dieses Jahr keinen neuen King für mich gab, denn Holly spielt ja in diesem Universum Mr. Mercedes und The Outsider, was ich alles nicht gelesen habe. Aber ich habe auch keinen Reread gemacht und ich habe auch kein anderes Buch von King entdeckt. Also es sind ja ein paar King-Subbücher auch hier. Daran werden wir im neuen Jahr auf jeden Fall arbeiten. Also ich habe so 2, 3 Bücher im Blick, die ich rereaden möchte. Und ich möchte unbedingt The Stand 2024 lesen.
Oder hören. Ich habe es ja als Hörbuch. Von daher, also ich habe es als beides, aber ja. Also tatsächlich kein Stephen King. Das ist echt fast erschüttert. Also habe ich mich echt ein bisschen darüber gewundert. Dafür habe ich ein paar King-Filme gesehen. Das ist, gleicht es zwar nur bedingt aus, aber ja. Auch in Asien war ich unterwegs. 10% meiner gelesenen Bücher oder über 10% haben sich im asiatischen Raum befunden, hatten eine asiatische Autorin oder Autorin. Das finde ich tatsächlich ganz schön. Ich hatte auch erst überlegt, das so als Genre einzubringen, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich eine asiatische Fantasy lese oder eine asiatische Liebesgeschichte oder ein asiatisches Sachbuch. Dementsprechend ist das eher so ein Fakt, der einfach separat aufgeführt wird. Es waren 60 Bücher aus einer Reihe, also 36% meiner Bücher sind Reihenbücher, ganz egal, ob es Anfänge, zweite Teile oder Ende sind. Wobei ich schon sagen kann, ich habe 6 Reihen beendet. Also 6 der 60 Bücher waren dann auch ein Reihenende. Und auch wirklich nur, nicht wenn ich ein Buch abgebrochen habe, sondern wirklich, wenn ich die Reihe beendet habe. Also wenn ich den dritten, letzten Teil oder den zweiten in der Dilogie gelesen habe, wenn ich eine Reihe abbreche, zählt das nicht, sondern wirklich, dass ich die abgeschlossen habe. Und das fand ich tatsächlich ganz schön, dass auch mal 6 Reihen beendet wurden. Dann habe ich mir mal aufgeschrieben, was das längste Buch in diesem Jahr war. Und zwar war das Fourth Wing mit 760 Seiten im Juni. Und das kürzeste Buch hatte 50 Seiten, das war im Februar, und zwar war das von Dietmar Darth, das Buch über Stephen King. Ja, also es war nichts länger als 760 und nichts dünner als 50 Seiten. Fand ich tatsächlich auch einen ganz spannenden Fakt. Ja, über die Subanzahl haben wir schon gesprochen. Die Highlights habe ich euch ja wieder in einem Highlights-Advents-Videos gezeigt. Da packe ich euch die Playlist, den Link dazu mal in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe auch mal so 5 Flops mir aufgeschrieben. Auch so Enttäuschungen. Mal gucken. Ich glaube, ich habe die auch alle abgebrochen. Ja, nein, es sind sogar nur 4. Also von daher nur 4 der Flops. Ja, das 9. Haus von Leigh Bardugo habe ich, ich glaube, sogar in meinem Januarurlaub abgebrochen. Fand ich mega, mega schade, weil mich Leigh Bardugo ja mit der Krischer-Reihe, mit den Krähen und der Nikolai-Dilogie wirklich begeistern konnte. Das 9. Haus konnte es leider nicht und wurde dann abgebrochen. Auch Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden wurde von mir abgebrochen. Das tat mir so, so, so leid. Wir hatten hier so russisch angehauchte Legenden-Fantasy und ich fand es einfach nur langweilig, merkwürdig und dunkel, kalt und deprimierend. Das war echt schade. Ja, Vampire sind auf dem Vormarsch und so habe ich auch Vampyria, der Hof der Finsternis von Victor Dixon gelesen. Leider abgebrochen. Das spielte ja am Hof des Sonnenkönigs in Frankreich, also bei König Ludwig. Und ich bin einfach nicht mit der Protagonistin zurechtgekommen und war nicht meine Geschichte. Und große, große, große Enttäuschung war, ja, Tintenblut, der 2. Teil von Cornelia Funke. Der 1. Teil hat mich total begeistert und ich wollte dann jetzt Teil 2 lesen und auch Teil 3, bevor dann Teil 4 im September, Oktober erschien. Leider habe ich den abgebrochen. Es hatte überhaupt nichts mehr von Tintenherz. Es war überhaupt nicht mehr so gemütlich und wohlig und büchernerdig und ja, das war echt eine große Enttäuschung für mich. Das war echt sehr, sehr, sehr schade. Ja. Schauen wir uns die Vorsätze für 2023 an und was ich davon gehalten habe. Ich wollte mehr lesen als kaufen. Hat nicht geklappt. Ich wollte mehr Highlights rereaden. Hat nur so bedingt geklappt, weil ich tatsächlich doch oft gesagt habe, ich muss meine Subbücher lesen und kann nicht so zu den Highlights greifen, um sie zu rereaden. Ich möchte mehr digital lesen oder hören. Das hat so bedingt geklappt, weil natürlich, was das Gelesene angeht, war es ja 45% zu 65, also es war gut, aber eingezogen sind definitiv mehr haptische Bücher. Das heißt, die liegen jetzt natürlich auch vermehrt auf dem Sub, das heißt, das war so bedingt geschafft. Was ich gut geschafft habe, ist geschenkte Bücher zu priorisieren und die wirklich schneller zu lesen. Das habe ich sehr gut hinbekommen. Dadurch, dass ich sie wirklich immer relativ weit oben sichtbar stehen hatte, egal ob es Geburtstagsbücher waren oder auch mal unter dem Jahr, wenn man ein Buch bekommt. Und mein Ziel von 120 bis 150 Büchern, also selbst mit den 10 abgebrochenen Büchern, habe ich das auf jeden Fall geschafft.
Also kann man so einen halben Haken an die Ziele machen. 2,5 von 5 ist ja gar nicht so schlecht. Kommen wir zu den Vorsätzen für das neue Jahr. Hier würde ich mich so bei 120 bis 130 Bücher einpendeln, weil ich habe 1-2 Dinge in diesem Jahr vor, die einfach ein bisschen Freizeitzeit sozusagen benötigen und dementsprechend wird es vielleicht ein bisschen weniger Lesezeit geben und möchte mich da eben auch gar nicht stressen. Von daher wären so 10-11 Bücher im Jahr ganz schön, im Monat, entschuldigt, und das wäre so mein Ziel. Ich möchte nach wie vor mehr digital nach Hause ziehen lassen als in haptischer Form. Und das muss ich jetzt einfach konsequenter angehen. Ich habe kaum mehr Hörbücher auf dem Sub. Das ist echt ein großes Problem. Das heißt, ich muss hier einfach bei den Überlegungen, wann hole ich mir ein neues Buch und muss es dann in haptischer Form sein oder kann es dann einfach als Hörbuch oder E-Book einziehen, muss ich ein bisschen mehr überlegen. Das Problem ist natürlich, ich bin ein großer Fan auch von gebrauchten Büchern, also Rebuy, Medimobs, Tauschticket. Und da sind sie eben einfach nur in haptischer Form. Also ja, das ist echt ein bisschen schade, aber ich bleibe da dran und möchte definitiv mehr Bücher in haptischer, in digitaler Form haben als in haptischer Form. Ich möchte mehr Englisch lesen. Es waren dieses Jahr nur 2 englische Bücher. Für meinen gedanklichen Vorsatz, so jeden Monat eins, ist das natürlich weit, weit, weit weg. Und ich habe 4 oder 5 Bücher, glaube ich, auch in Englisch auf dem Sub. Und die müssen jetzt einfach in diesem Jahr gelesen werden. Und ich nehme mir vor, ein Buch Minimum im Monat zu lesen und hoffe, dass mir das dann auch gelingt. Und dann möchte ich einen Vorsatz auch aus dem letzten Jahr mitnehmen, einfach mehr Highlights zu rereaden und diese schönen Geschichten wieder zu entdecken. Ich weiß, dass Rereads so ein ganz streitbares Thema ist. Die einen, die sagen, ach, ich kenne doch die Geschichte schon, ich möchte lieber Neues entdecken. Die anderen sagen, ich tauche am liebsten in mir bekannte Welten ein. Und es gab ein Sprichwort, ich weiß gar nicht, wer es bei Das Lied von Eis und Feuer gesagt hat, ob es die alte Nan war, ich bin mir nicht mehr sicher. Nicht ganz wortwörtlich, aber so dieses, ein geliebtes Buch nicht noch einmal zu lesen, ist wie einen geliebten Freund nicht mehr wiederzusehen, weil man ja schon Zeit miteinander verbracht hatte. Und so sehe ich das auch. Ich möchte in diesem neuen Jahr auf jeden Fall mal wieder hier oben aktiver sein, also sowohl vom Herrn der Ringe wie auch der Hobbit, wie auch vielleicht irgendeine andere Geschichte. Es kommt auch was Neues von Tolkien, da bin ich sehr gespannt. Ich hätte ja auf jeden Fall 1-2 Kings, ich möchte unbedingt wieder den Anschlag hören. Ich liebäugle auch noch mit 2 anderen Stephen Kings. Ich möchte unbedingt die Passage-Trilogie lesen. Ich habe tatsächlich, also ich habe hier noch so viele Szenen in meinem Kopf und ich möchte die einfach nochmal für mich entdecken. Ich hätte große, große Lust, tatsächlich auch das ein oder andere Buch von Kerstin Merkel zu rereaden, weil ich diese Fantasy einfach so, so toll fand. Ich hätte mega Lust auf Nevernight von Jay Kristoff, weil ich diese Reihe auch geliebt habe und gefühlt sind wir dann bei ein Reread pro Monat und mal gucken, ob ich das so hinbekomme oder ob ich doch meinen Subbüchern, die ja dann eher hier hinten so verstreut stehen, ob ich denen doch den Vorrang gebe. Vielleicht muss man auch einfach weniger Neuzugänge, weniger Neuerscheinungen im Blick haben, damit das mit den Rereads so ein bisschen klappt und man sich dann da so ein bisschen mal seinen Fokus draufsetzt auf die Bücher, die man sowohl im ungelesenen Regal hat, als dann eben auch so im Highlight-Regal, also dann sozusagen gegenüber. Und das war jetzt, man hört es an der Stimme, ich rede hier schon über 30 Minuten, das war jetzt der Jahresstatistik, der Jahresrückblick für dieses Jahr. Ich bin natürlich super neugierig, ob ihr eure Ziele erreicht habt, ob ihr überhaupt Ziele habt, was euer Highlight des Jahres war. Also schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Nehmt gerne Themen hier aus diesem Rückblick auf und schreibt was dazu. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir in den Austausch gehen. Was so Videos im neuen Jahr angeht, bleiben wir, glaube ich, so grob bei den Büchervideos. Es wird der monatliche Vlog wegfallen ab Januar. Da bekommt ihr nächste Woche noch den Dezember-Vlog. Da werde ich vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber der wird entfallen. Und
vielleicht sporadisch immer mal so ein bisschen ein kleiner Vlog kommen, aber der klassische Monatsvlog, wie er jetzt 2023 war, wird es nicht mehr geben. Aber ich möchte vielleicht mal wieder so ein bisschen Fokus auf Neuerscheinungen durchaus setzen, immer mal gucken, was erscheint Spannendes in dem Monat, gerade wenn vielleicht relativ viel erscheint, dass man da schon so ein bisschen eine Prio-Liste irgendwie draus macht, also wo man sich dann irgendwie sagt, was, ja, worauf setzt man seinen Fokus, was muss vielleicht wirklich in dem Monat einziehen und was nicht. Und mal gucken, was vielleicht auch an Hangouts im neuen Jahr möglich ist und ja, was wir da so ein bisschen uns gestalten. Ja, ich freue mich auf, was da kommt in 2024. Ich hoffe, ihr seid im neuen Jahr dann auch wieder mit dabei. Ich hoffe jetzt, ihr kommt gut ins neue Jahr. Ja, genießt auf jeden Fall den Silvestertag, die Silvesternacht. Knallt ins neue Jahr mit Sekt oder auch Wasser oder Apfelsaft oder Tee. Und wenn ihr schlafen wollt, ist das natürlich auch völlig, völlig fein. Und ich freue mich auf den Silvesterabend und hoffe, dass es mit der Böllerei sich im Rahmen hier bei uns in der Umgebung hält, weil mit Katzen und Hund ist das wirklich nicht sehr schön. Und ich möchte, wenn möglich, auch keine toten Vögel am Montag einsammeln müssen, was in den letzten Jahren ihm durchaus immer mal vorgekommen ist. Ja, es ist einfach für die Tiere und für die Umwelt nichts Gutes, aber wir wollen hier gar nicht mit so einer Debatte hier starten, sondern wir starten dann jetzt ins neue Jahr. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, kommt gut rüber nach 2024 und vielleicht lasst ihr das letzte Jahr jetzt auch ein bisschen Revue passieren und wie gesagt, schreibt mir super gerne eure Highlights, eure Flops unten in die Kommentare. In die Kommentare würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, dass ihr bei diesen ganzen Videos in diesem Jahr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes, langes Wochenende, insofern ihr eben frei habt. Lasst es euch gut gehen und dann bis im nächsten Jahr. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.